Wir wollen die Masse einer Fliege bestimmen, und zwar mit Papier. Also, gegeben ein Lineal, das ist 1 Meter lang. Dann, naja, hier so ein Rundstab, mehr nicht. Und sogenanntes 80 Gramm Papier. Was das bedeutet, sage ich gleich. Gesucht, M, Fly. So, damit wir das hinkriegen, machen wir einen Vorversuch, damit wir wirklich sagen, wir haben ja geschätzt ein halbes Gramm oder sogar ein Tausendstel Gramm. Das heißt also, Schätzung ist, die Fliege wiegt 1 Milligramm. Schätzung, M Fly ist 1 Milligramm. Das ist übrigens ein Tausendstel Gramm, ne? Bloß mal so. Ich werde es gleich darauf eingehen, wie wir es machen, aber der Versuchsaufbau sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier ein Lineal, legen dieses Lineal, das ist einfach ein Holzlineal, 1 Meter langes Holzlineal, nichts Besonderes, legen das auf einen Rundstab. Rundstab deswegen, weil wir den Rundstab nämlich schön hin und her rollen können und demzufolge ganz genau das Gleichgewicht auf beiden Seiten herstellen können. Und ich habe das hier schon mal demonstriert, das Lineal ist ein ganz klein wenig ungenau, denn ich muss statt zu 50 mm zu 48,5 mm gehen. Aber das kriegen wir hin. So, was kann man tun? Also, wir legen hier etwas drauf und hier etwas drauf und rollen dann hin und her und kriegen das hin. Aber Vorbetrachtung. Wir müssen unbedingt mit 80 Gramm Papier was machen. 80 Gramm pro Quadratmeter. Und wir wollen aber wenigstens mal 1 Gramm herstellen. Wie viel Fläche brauchen wir? 80 Gramm pro 1 Quadratmeter. So kann man es auch schreiben. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme nur 0,01 Quadratmeter, wie viel Gramm werde ich dann wohl ja haben? 80 mal 0,01 ist? Genau, 0,8 Gramm. Jetzt müssen wir uns über noch was klar werden. Kopierpapier von 80 Gramm Qualität, so sagt man das, ist 21 cm mal 29,7 cm groß. Das heißt, die Fläche dieses, das ist das sogenannte DIN A4, Deutsche Industrienorm, A4. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, das ist DIN A4 Blatt, wie man so sagt. Das ist so groß. Jetzt müssen wir mal ganz schnell ausrechnen, wie groß ist die Fläche von DIN A4. Und das ist leicht. 21 mal 29,7 tippt es mal ein. Wir hatten uns die Fläche ausgerechnet, das sind 623,7 Quadratzentimeter. Ich kann die gleiche Verhältnisweise, Gleichung Proportionalität, ne? 80 Gramm für 1 Quadratmeter. Allerdings komme ich hier auf ein Problem, die gleiche Verhältnisgleichung wie hier oben anwenden. Aber ich brauche hier unten Quadratmeter. Das heißt, ich muss das hier ändern und in Quadratmeter umgewandelt sind es 0,6. 237, so 0,6237 Quadratmeter. Und wie kann ich jetzt M von A4 ausrechnen? Was muss ich machen, wenn ich die Gleichung lösen will? So kann man sie lösen, ne? Mal 0,6237, weil hier steht durch 0,6 und ich möchte MA4 alleine stehen haben. Und dann heißt die neue Gleichung 80 Gramm mal 0,6237 Quadratmeter geteilt durch 1 Quadratmeter ist gleich M eines A4-Blattes, Masse eines A4-Blattes. Vorteilhaft wieder, die Quadratmeter kürzen sich weg, es bleiben wirklich Gramm übrig. Durch 1 zu teilen kann ich mir schenken. Tippt mal 81 mal 0,6237 und dann haben wir die Masse eines A4-Blattes. So, jetzt kommen wir hier an eine Grenze und sagen, das kann nicht sein. Das soll MA4 sein. 50 Gramm, das wäre ja viel zu viel. Wir müssen irgendwo einen Kommafehler gemacht haben. Und wie kann man sich das klar machen, wie das mit der Umrechnerei funktioniert? Hier gab es ja abenteuerliche Prognosen. Jetzt am besten mitschreiben. Wir schnappen uns mal eine Fläche. Ich mache das mal in hellgrün. Die sei mal 1 Meter mal 1 Meter. Mit anderen Worten, quadratisch praktisch. Gut. 1 Quadratmeter. Wenn ich das umschreibe, 1 Meter sind wie viel Dezimeter? 10, ne? 10 Dezimeter. Kann ich auch sagen, ne? 10 mal 10 ist aber 100.
100 Dezimeter mal Dezimeter, Quadratdezimeter. Ein Meter sind aber auch 100 Zentimeter. 100 Zentimeter ist das Gleiche. 100 Zentimeter. 100 mal 100 ist aber 10.000. Vier Nullen einfach, ne? Hier zwei. Quadratzentimeter. Wenn man sich das klar macht, dann kann man überlegen, diese 623,7 Quadratzentimeter müssen, um zum Quadratmeter zu werden, 1, 2, 3, 4 Stellen muss ich rutschen. 4 Stellen. 1, 2, 3, 4. Da fehlte uns eine 0. Merkt ihr das? Daran sieht man es. Ich mache mal die 0 hier rein. So kann man das wunderbar hinbekommen. Und wenn hier noch eine 0 dazwischen ist, dann wären das nicht 49, sondern wären es 4,889. Wir sagen mal rund, die Masse eines A4-Blattes dieser Qualität sind ausreichend genau 5 Gramm. Gibt es dazu Fragen? So, jetzt kommt die nächste Überlegung. Was ist denn, wenn ich dieses A4-Blatt, also A4 entspricht 5 Gramm. Was ist denn, wenn ich das halbiere, also durch 2, also falte? Dann wiegt jedes Stück 2,5 Gramm. Noch klar. Ich falte das nochmal. Dann habe ich genau 1,25 Gramm. Ich falte das nochmal. Dann sind das 0,6. Und dann? 2,5? Wirklich? Ja, Gramm. Und wenn ich das nochmal falte, immer durch 2, durch 2, durch 2, dann habe ich bloß noch dieses Fitzelchen und dann sind das 0,3 und hier 1,25. 0,3, wir sind im 300 Milligramm Bereich, ne? Das ist schon 0,3 Gramm. Wir probieren das mal aus und fitzeln uns mal so ein Stück zurecht. Also wir haben das Papier jetzt so oft gefaltet, dass wir auf beiden Seiten mit ausreichender Genauigkeit, dass wir zwei Fitzelchen Papier haben und die wollen wir mal auf der Waage austarieren. Mal sehen, ob das klappt, ob die beide wirklich das bringen. Und zwar mit ausreichender Genauigkeit 0,02 Gramm. So kleine Papierstückchen, dass die so leicht sind, haben wir. Und das werden wir jetzt auf der Waage mal ausprobieren. Also wir haben das jetzt tatsächlich geschafft mit unserer Ersatzwaage hier. 0,02 Gramm hier rauf zu legen. Erst die eine Seite. Und dann habe ich das, als die fast unten auflag hier, unten auf dem Tisch, dann stand das Ding natürlich ein bisschen höher. Und dann habe ich die anderen 0,02 Gramm raufgelegt und tatsächlich kippte die Waage ganz langsam wieder runter. Die ist also, obwohl die so einfach ist, eine sehr feine Waage. So, und trotzdem können wir die Genauigkeit noch mehr verbessern, weil wir haben hier eine Skala drauf. Und was ist, wenn jetzt sich Folgendes einstellt? Und dazu mache ich wieder eine grobe Skizze. Eine grobe Skizze ist 10-mal Mehrwert. Und zwar relativ groß und nur einen Strich, keinen ganzen Körper. Ich habe hier 0,02 Gramm. Und mein Mittelpunkt, ich übertreibe mal, liegt bei 48,6 Zentimetern und ich habe hier auch, ich habe hier eine entsprechende Restlänge und ich möchte wissen, wie groß ist die Masse. Das kann man ausrechnen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Goldene Regel der Mechanik sagt F1 mal L1, hier das wäre L1, L2, was muss ein L2 dann sein? Das kann man ja ausrechnen. 51,4, ne? 51,4 Zentimeter. So, und F2, und ich habe kein M dabei stehen, mal L2. Aber wir wissen noch was anderes aus dem Physikunterricht. Und zwar, das wissen wir, F ist gleich M mal G. Masse mal Erdbeschleunigung. Ja, dann können wir das doch auch mal hier einsetzen. Da können wir doch sagen, M1 mal G mal Erdbeschleunigung, mal L1 ist gleich M2 mal
G mal L2. Und was ist, wenn ich jetzt Folgendes mache? Wenn ich ganz einfach, warte mal, die Erkenntnis, die rutsche ich mal hier oben hin. Wenn ich jetzt ganz einfach sage, ich möchte mal durch M, Entschuldigung, durch G teilen. Was passiert auf beiden Seiten? Jetzt brauchen wir wieder dieses Gleichung lösen. Was passiert dann? Jawohl. M1 mal L1 ist gleich M2 mal L2. Ne? Denn G durch G ist 1 und mal 1, das kann ich mir schenken. Also kann ich diese Waage auch zum Massenvergleich nutzen. Das ist der mathematische Beweis dafür, dass ich hier auch Massen vergleichen darf, nicht bloß Kräfte. Und jetzt kommt der Haken, jetzt haben wir es. Wie kann ich diese Formel also aufstellen? Ich sage 0,02 Gramm mal 48,6 cm. 0,02 Gramm mal 48,6 cm ist gleich M2, weiß ich noch nicht, mal 51,4 cm. Löst mal die Gleichung auf, tippt es mal ein und rechnet mal aus, wie groß muss dann M2 sein? Richtig, geteilt durch 51,4 cm auf beiden Seiten. Hier kürzt sich's weg und hier bleibt zum Tippen. Jetzt kommt die große Probe, 48,6 cm. Geteilt durch 51,4 cm ist gleich M2. Jetzt darf ich tippen, erst an der Stelle, weil die Einheiten bleiben sauber auf Gramm. Und egal, was jetzt rauskommt, es muss irgendwas mit 0,0 noch was sein. Ne? Das wird nicht viel anders werden. Jetzt haben wir es eingetippt. Wenn ich das betrachte, 48,6, 51,4, das ist wie 50 durch 50. Ich muss im Bereich von 0,0... Gramm ankommen, dann habe ich richtig gerechnet und getippt. Und 0,01891 Gramm. Moment mal. Zieh mal von diesem Wert 0,2 Gramm ab. Was bleibt dann übrig? Da kann ja nicht viel bleiben, ne? Nochmal kurz zeigen. Wir haben mal die beiden Massen voneinander abgezogen. 0,02 Gramm minus 0,01891 reicht uns Gramm. Da haben wir einen Masseunterschied von 0,00109. Also, das ist relativ wahnsinnig. 00109 Gramm. So ein Masseunterschied. Das heißt, wir haben wirklich im Milligrammbereich uns bewegt. Und das lediglich, weil wir die Skala unseres Lineals ausgenutzt haben, ne? Die 48, die 51 und so weiter und so fort. Man kann also durch ganz, ich muss da wirklich sagen, durch ganz vorsichtiges, langsames Hin- und Herrollen hier auf Millimeter genau was einstellen. Und das macht bei diesen Größenordnungen dann solche Massenunterschiede aus. Also man kann richtige, genaue Sachen machen. Okay, warum mache ich das? Ganz einfach. Es gibt teure Apothekerwaren, Wagen, gibt es. Die haben auch ihre Berechtigung. Ein Apotheker kann sich nicht erstmal eine halbe Stunde hinstellen und solche Faxen mit Papier machen. Aber wir können uns jederzeit behelfen. Wir können also in der Praxis mit Mathematik und mit ein bisschen Nachdenken und natürlich ein klein bisschen Kombinieren von Möglichkeiten, können wir die unmöglichsten Dinge wahrscheinlich klar machen. Gut, ich schließe das Video an der Stelle ab. Aber erst noch Fragen? Bis dahin? Eigentlich leicht, ne? Kann man jeden Blödsinn machen. Okay, ich schließe das Video ab.